Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Kirby und das vergessene Land. Mein Name ist Sigurd26. Wir sind hier zurück in diesem wunderbaren Freizeitpark sozusagen. In den Vundaria. Unten rechts steht Vundaria-Ruin. Für das ist der Park aber noch ganz schön aktiv. Ne? Rennpistenraserei. Ich freue mich auf dieses Level, ehrlich gesagt. Und ich sehe schon Zeiten. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich Rennspiel sehr, sehr cool finde. Natürlich haben wir hier nur ein Kirby-Rennspiel. Oh, hier stehen sie wieder an. Und der Pilz ist im Weg. Geht weg. Durchquetschen. Aber wir können direkt in ein Auto steigen. Das ist wild. Das ist wirklich wild, ne? Schade, dass man das Auto jetzt nicht besser sieht. Okay. Diese Dinger können wir nicht abfahren. Wir gehen, glaube ich, mal an den Start. 25 Sekunden ist Gold. Dann let's go! Aha. Ah, wir haben die ganze Zeit den Boost dann. Okay. Ah, wir müssen auch springen über die Schanze. Okay. Sekunden. Easy. Aha. Aber wir können einfach die ganze Zeit auf dem Button bleiben. Dann können wir springen. Links ist wieder die Reset-Tür. Der Reset-Stern. Was ich sehr, sehr cool, wie nach wie vor sehr, sehr cool finde. Kann es nochmal machen. Aber nichtsdestotrotz. Wir nehmen jetzt Futter mit und gewinnen den ersten Platz. Natürlich in Wardle Dee. Sind das 4 Strecken in diesem Fall? Oder haben wir noch ein normales Level dazwischen? Zack! Eins auf die Mitte! Und du gibst Feuer hinter deinem Arsch. Ack! Na, dann kriegst du den Feuer. Das Feuer ab. Achtung! Okay. Die stehen auch an. Hey, geh weg. Zack! Für was steht ihr dann an? Naja, egal. Das müssen sie selber wissen. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Und sonst mache ich es auch nochmal. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Das ist eine Bombe. Muss ich wirklich die Bombe nehmen? Ja, komm, nehmen wir die Bombe. Wenn die Bombe schon hier liegt. Wir haben die Bombekette. Ja. Gut. Das war ein Snipe. Pommes, Hotdogs, Münzen. Geh weg. Milchshake in der Müll. Oh, rechts ist eine Wand. Was ist das für eine Bombe? Ach, das ist nur eine Trophäe. Ich möchte doch keine Trophäe. Ha ja. Snipe. Okay, Bonuslevel, sozusagen. Zack. Gehen wir gleich hier hoch. Oh, da hinten ist der Forscher gewesen, habt ihr gesehen? Okay, Minigame. Ah, easy. Let's go. Hoppa. First try. Hier kann man hoch. Okay, wieso ich das jetzt habe, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So ein kleiner Bonus einfach. Ich nehme den edlen Entdecker mit. Chili war hier. Und der Feuertyp. Okay, die können wir. Ah, hier ist ein Boss in der Mitte. Wir dürfen sicher nicht die Plattform verlassen, ne?
Nimmst du das Schild auch mal hoch? Ja. Ja, perfekt. Jetzt läufst du auch noch, jetzt kann ich nicht angreifen. Ist nicht nett. Au. Oh. Ich bin runtergefallen wegen dir. Au. Oh. Hier hinten dich. Okay, du bewegst dich nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ungünstig für dich. Naja. Ich nehme das Schwert. Hier haben wir noch was. Eine Blaupause. Kolossales Schwert. Haben wir einen Zweihänder? Das wäre auch lustig. Okay. Die Preise sind bisher so ein bisschen, naja. Aber wir haben ja bisher alles. Außer diverse Ziele, die wir noch nicht gefunden haben. Ne? Naja. Ich habe auch noch nicht so wirklich was Verdächtiges gesehen, wenn ich ehrlich bin. Daher habt ihr vielleicht einen besseren Überblick. Oh, guck mal, Rennauto. Muss alles angucken. Oh. Wir haben hier 50 Sekunden, okay. Dann gehen wir in die Startlinie. Let's go. Let's go. Kann man bestimmt abkürzen, ne? Hier wäre auch eine Abkürzung gewesen wahrscheinlich. Ich habe ja keine Ahnung, was ich so verpassen würde, ne? Hey, es wäre eine Abkürzung. Und ich mach's jetzt auch. Ich befürchte fast, dass man die mitnehmen muss. Für die Goldmedaille. Ich weiß es natürlich nicht. Geh weg. Oder bleib ich stehen? Hui. Was? Nein, ich bin zu langsam. Da hinten ist schon das Ziel. Wir haben die Hälfte nicht mitgenommen, ne? Schade. Wenn ich hier runtergefallen wäre. Also, wir müssen die Abkürzungen nehmen. Ja, wir machen nochmal Neustart. Wir machen das ungeschehen, was passiert ist. Let's go. So. Hallo Handy, schön, dass du dich auch mal meldest. Doppelt sogar. Ist fast ein bisschen übertrieben, aber okay. Jetzt, wo ich das Level kenne, ist es natürlich umso einfacher. Wie gesagt, ich glaube, hier gibt es einige Geheimnisse, die ich jetzt gekonnt übersprungen habe. Aber das war eine sehr starke Zeit, ne? Wir sind deutlich unter 50 Sekunden. Und kriegen noch einen Waddle Dee. Presche durch die Pappkistenabkürzung. Ist das wirklich dein Ernst? Eine Abkürzung zu nehmen? Ich habe wirklich einen vergessen. Naja, Level war jetzt nicht so besonders, wenn ich ehrlich bin. Gibt's hier noch was? Schokolade in der Kiste. Au! Ich habe mir fast ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Naja. Wir haben eigentlich fast nichts. Wir haben fast nichts, ne? Aber trotzdem darauf einen kleinen Schluck Eistee. Okay. Was kann ich dann? Das mache ich offscreen. Für das ist das Level zu unspeziell, wenn ich das so sagen kann. Darf. Muss. Ich habe jetzt mit dem Auto irgendwie wirklich die Rennen vorgestellt.
Aber okay, ist ja okay. Invasion im Horrorhaus. Grusel. Es wäre gruselig. Das habe ich mir fast gedacht, dass noch so ein Bonuslevel bekommt. Zwei so Bonuslevel. Da muss ich. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, was ich von denen halten soll, ne? Die sind irgendwie ein bisschen reingeklatscht. Ah, so geht das. Okay. Let's go. Okay. Hab's kapiert. Nein, nicht getroffen. So. Und zurück. Oh nö. Ich muss alle vier treffen, okay. Okay, sie sind auch mal alle in einer Reihe. Doch ich dachte zuerst, das passt nicht, aber es passt schon. Mal gucken, was das für ein Rang wird. Ah ja, da hatten wir noch genügend Zeit. Da waren wir eher zu schnell als zu langsam. Ist in Ordnung, ne? Ist in Ordnung. Das Schwert müssen wir sowieso noch upgraden, ne? Der Feuerschatz. Lass das Band glühen. Fließbandsprint. 45 Sekunden. Das ist wieder das normale Feuer-Upgrade. Straßen der Schätze. Ja, aber hier springe ich doch lieber, oder? Wieso sollte ich hier laufen? Nein. Ich darf einfach nicht in den Gleitmodus von Kirby kommen. Dann funktioniert das gut. Okay. Kanonen sind weg. Oh. Okay. Haben wir es direkt? Ich war irgendwie langsam. Ja, war so. 2 Sekunden. Ich glaube, das kann man schon schneller machen. Das machen wir auch direkt nochmal. Das muss ich bereinigen. Sonst kann ich damit nicht. Ja, ich wollte nicht sagen leben, aber ich kann damit schon leben. Aber es ist natürlich ärgerlich. Also wir dürfen eigentlich nicht in den Schwebemodus von Kirby kommen. Let's go. Genau das habe ich gemeint. Dieser Modus. Die Bombenbrüder, lass mal Bombenbrüder sein. Oh, das war gar nicht schlecht. Hab mich sogar ein bisschen boostet. Gut. Das war etwas besser. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt ins Gruselschloss, würde ich sagen. Schönes, schönes Gruselschloss. Gruselschloss hier rein. Invasion im Horrorhaus. Ich hoffe, ich kriege keinen Jumpscare, ne? Ich mag keine Gruselspiele. Aber wir spielen hier ein Kinderspiel. Deswegen denke ich, wir hätten in die Waddle-Dee-Stadt sollen. Okay, das sieht cool aus. Hallo. Das hat mich jetzt nicht erschreckt. Kann ich den abschneiden? Oh, guck mal, diese Monster. Perfekt.
Sind das Gespenster oder so? Wie kann man die sein? Da hinten ist was, oder? Na, Schokolade. Aber wir müssen... Ach, jetzt ist es wieder eine irgendeine Mission, die, bei der man essen muss, ne? Au. Tschüss, Hase. Da rechts ist ein Weg. Nee, den hätte ich gern. Man konnte aussuchen, was man gewinnt, ne? Fast ein bisschen fies, aber okay. Ich akzeptiere es so, wie es ist. Muss ich Sir Kibble nehmen? Na komm. Mal gucken. Wenn da schon zwei von diesen Typen da sind, dann muss man es wahrscheinlich was nehmen, ne? Okay, das ist wieder ein Vollstopf. Gegenstand, eine Glühbirne. Aha. Ah, okay. Hallo, ich bin Kirby und ich leuchte. Da ist auf jeden Fall Essen, das brauche ich. Also die Musik ist nur dezent gruselig. Der kommt doch raus, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Hallo. Hier ist Essen. Das ist aber nicht das, was die, was versteckt wurde, ne? Dann brauchen wir Licht. Da hat man doch. Aber das ist auch nicht Essen, das sie versteckt haben. Das ist fies. Das kommt auch raus. Easy. Es war wahrscheinlich wirklich nur ein... Da hatte man wirklich wahrscheinlich nur einen Versuch. Okay, der geht nur aufs Licht. Da unten ist aber auch was, oder? So. Mach mal ein bisschen Licht. Okay. Da ist es viel Kohle. Nicht unbedingt das, was ich zwingend finden wollte, aber ist okay. Da oben ist was zu trinken, wie... Oh, warte mal, bleib mal da, wo du bist. Ah, das ist ein Bonuslevel. Da gehen wir auch noch mal rein. Das ist nur ein Stern gewesen. Spucken wir das mal aus. Ich glaube, das brauchen wir nachher wieder. Ah, die haben wir schon. Aha. Okay. Im richtigen Moment loslassen, würde ich sagen. Der ist jetzt selber gekommen. Aber ist okay. Genau zur richtigen Zeit. Wobei ich hätte den wahrscheinlich wieder resetten können. Ne? Das wäre wahrscheinlich gegangen. Nehmen wir wieder die Glühbirnen, der Glühbirnenstopfer mit. Das geht bestimmt wieder rein. Wollte gerade sagen. So. Gibt es noch was? Jo. Easy. Geht weg. Da hinten haben wir noch was. Ist das verstecktes Essen?
Wieso ist das verstecktes Essen? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Okay, ich darf anscheinend nicht mehr mit der Glühbirne weitergehen. Aufgespießt. Perfekt. Hätte ich das Feuer gebraucht? Man weiß es nicht. Das ist ein Bild, oder? Ja, ich hab's mir schon fast gedacht, ne? Dafür habe ich jetzt diese Schatztruhe. Man hat es ein bisschen gesehen, ne? Dass es ein Bild war. Hätte auch ein Spiegel sein können. Im Feuer wieder. Aha. Da habe ich jetzt nicht gesehen, dass es ein Bild ist, ehrlich gesagt. Da hinten ist noch das letzte Essensstück. Wieso kann man eigentlich Geister verbrennen? Ja, perfekt. Habe ich wenigstens einen Waddle Dee gerettet. Es ist ja eigentlich nur noch einer und die zwei Zusatzziele. Sehr Kibble und Eagle. Links ist auf jeden Fall der falsche Weg. Naja, so falsch war es nicht. Okay, ich glaube, wir müssen die Dosen irgendwo hinschießen, ne? Lass mich durch. Hallo. Ah, die kann ich jetzt kaputt machen. Okay. Ich muss jetzt sicher die kaputt machen, oder? Ich muss mich hier rächen. Rechts kommt einer. Zerstöre 13 Aliens mit einem Automatenstopfer. Sehr gut. Haben wir doch wieder fast alles, oder? Ja, außer eins. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Aber da hinten ist vielleicht noch was. Das sieht groß aus hier. Es ist auf jeden Fall noch was da hinten drin gewesen, aber sehr egal. Nicht mehr wirklich was Relevantes. Schließen Abschnitt ab, ohne Geist-Godos zu berühren. Ah doch, das habe ich ja auch geschafft. Perfekt. Ja, dann habe ich das Level schon wieder perfekt abgeschlossen. Ah, schon wieder. Sagte er, nachdem er das letzte Level überhaupt nicht komplett abgeschlossen hat. Egal. Die Vundaria Traumparade. Aber zuerst mal ab in die Stadt. Alle Waddle Dees gerettet. Gibt sicher noch ein Bonuslevel oder so. Na klar, gibt's die Bombenschatz. 45 Sekunden. Ach ja, der Igel verhaspelt sich mal wieder. Man kennt es. Es ist einfach so. Aua. Dummes Fliegeding. Nein! Ach.
Ja, das wird wahrscheinlich nichts, aber... Weil das ist ein zu großes Gewusel gerade. Ich glaube, ich brauche den ersten gar nicht, ne? Oh, nö, das ist fies. Kann man da nicht schummeln? Ich komme nicht hoch, ne? Okay. Ich habe gedacht, man kann auf den einen Block springen und dann auf das Eisending. Aber ging nicht. Also es ist auf jeden Fall schneller, wenn man Bomben wirft. Ich darf auch hier nicht wirklich so schweben, wie ich möchte. Das war gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Zack. Nein. Das war gut. Ah, das war's schon. Auch wenn ich jetzt im Bonuslevel gestorben bin, das können wir gekonnt ignorieren. Alter, also manchmal denke ich mir schon, ich kann nicht reden. Ne? Aber das ist ja normal. Ne? Man kennt es. Da oben haben wir noch einen Bonus. Hier. Der Schwertschatz. Ein guter Schnitt. Das Rätsel der Seile. Diese geschickte Mütze übrigens von Schwert Kirby sieht jetzt sehr super aus. Dann schneiden wir einfach mal. Die Gegend lassen wir. Oh nein, ich hätte einen anderen Maze nehmen müssen, ne? Okay. Ich glaube, ich brauche diese Splitter sozusagen. So. Oh. Danke für den Boost. Da müssen wir hier auf jeden Fall den linken nehmen. Oh. Ich weiß ja nicht, ob das schnell ist, aber egal. Da haben wir auf jeden Fall rechts. Okay. Ah, muss ich hier alle? Ja, ich muss hier alle wahrscheinlich. Ah, das ist ein Teleport sozusagen gewesen. Also man brauchte das schon. Okay. Dann habe ich alles richtig gemacht. Perfekt, gehen wir in die Stadt. Und dann machen wir, glaube ich, noch das nächste Level. Um mal das Schwert noch zu upgraden. Macht wahrscheinlich auch mehr Schaden. Wäre ja nicht so schlecht, würde ich sagen. So, Ortel, die Stadt. Ja, ich weiß. Blaupausen und so. Ich habe schon eine. Wir können eigentlich auch mal den Waddle-Dee-Experten fragen, ob wir noch irgendwelche Blaupausen übersprungen haben. Ich glaube fast nicht. Hier, schöne Blaupause für dich. Perfekt, das gibt es nachher. Okay. 3,5 Kraft und ein Tempo. Sieht nicht. Oh, man braucht 2 Sterne für das Ding. Haben die anderen auch schon 2 gebraucht? Ich glaube nicht. Was bin ich denn für ein Barbar geworden? Ah, der gefällt mir. Barbaren-Kirby. Wir nehmen den mal mit. Und dann gehen wir noch ins nächste Level. Hallo, habe ich was vergessen?
Aha, wir haben tatsächlich eine Blaupause übersprungen. Okay, wir haben eine Blaupause übersprungen im Grusel-Level. Wir haben Waddle Dee gelernt. Aber das, wie gesagt, das werde ich offscreen machen. Die Blaupausen, wir werden die Dinge dann sehen. Ich kann sie dann im Video einlösen, die Blaupauses, glaube ich, möglich oder upgraden. Dann seht ihr das Upgrade. Und dann gehen wir jetzt die Wundaria Traumparade. Let's go. Mit dem Superschwert, das jetzt super viel Schaden macht. Also ich kann wahrscheinlich jeden Gegner damit umpusten. Wie groß ist dieses Schwert? Das ist ja zu fast drei Kirbys hoch. Kirby ist schon stark, ne? Brauche ich Feuer? Na komm, lass mal. Es ist irgendwie ruhig. It's quiet. Too quiet. Hier ist ein Knopf. Ah. Aha. Hier ist noch ein Knöpfchen. Das war nur so eine Bonuskugel, ne? Ich hätte, glaube ich, wirklich nicht alle Trophäen kaufen müssen. Oh, hier haben wir wieder Enten. Okay, let's go. Kommt mit. Klein Entchen. Wieso sitzen die Enten eigentlich alle auf dem Parkbank? Hier rüber. So, danke. Vier Entchen. Nein, 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 bleib da, Kent. Komm, komm, Kent. So. Au. Nein, bleib da, Entchen. Wo ist das Schwert? Kommt, Entchen. Keine Angst. Das ist sicher eure Mama ist da vorne. Komm, wahrscheinlich ist sie da vorne. Nein, sie ist nicht, aber hier ist noch euer euer fünfter Bruder. Da hinten ist die Mama. Guck mal, hier ist sie. Hallo. Ich habe alle gefunden. Perfekt. Warten wir noch schnell. Weiteren Zug, let's go. Ah, die gehen um die Ecke. Das ist auch gut. Let's go. Da hinten ist noch ein Waddle Dee, den hätte man da leicht übersehen können. Danke. Au! Ja, einfach mal in den Zug gesprungen. Kann man machen. Sollte man aber nicht, würde ich sagen. Aha, hier ist wieder alles dreckig. Moin. Ja, ich brauche Tornado. Ich glaube, ich muss rüberfliegen. Rüberfliegen, let's go! Perfekt. Oh, hier ist Eis. Ich bin ja eh fast voll. Wobei, hier ist ja nicht wirklich was. Okay, machen wir so. Let's go! Okay, perfekt. Ah, hier ist das. Ein verstecktes Level im Ring sozusagen. Oh, etwas mit Zeit. Autos. 5 Sekunden? Moment. Moment, Moment, Moment. 5 Sekunden für was?
Wie perfekt muss man da denn fahren? Also das ist auf jeden Fall der Weg. Was muss ich mit der Pylone machen? Irgendwas muss ich auf jeden Fall tun. Es sind 5 Sekunden. Ach hier, warte. Ach nein, da bin ich dumm. Wir gehen mal wieder raus und außen rum. Ich habe das nicht gesehen. Aber wir haben eine coole Pylone, ne? Unsere Pylone haben sogar einen eingebauten Ventilator obendrauf. Ist auch schön. Hier gibt es einen Weg wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, ich komme gleich. Das sind 5 Sekunden. Bin ich jetzt gerade mit dem Auto runtergefahren? Der dritte Platz ist ein Eis. Ist auch nett. Neuer Versuch? Nee. Ich hab sie geschafft. Hier ist ein Eis. Eine Trophäe. Und ein versteckter Waddle Dee. Ich möchte raus. Ich möchte raus hier. Okay, da hinten ist ein Waddle Dee, den hole ich. Was ist denn da für ein Mauler vor dem Tor? Na, hier ist nicht. Ja doch, hier ist doch was. Münzen. Muss ich buddeln? Ich nehme ihn mal mit, den Bohrer. Man weiß es ja nicht so genau. Da oben gäbe es auch noch einen Bohrer. Ich glaube, ich wäre mit dem Tornado besser gefahren. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Wobei, ich kann mich ja unter dem Verkehr verstecken. Ich habe mir das zwar etwas wilder vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Bohrer kann ich ja drüber fliegen. So. Hä? Au. Dieser Hase. Ich möchte den gerne kaputt machen. So. So, wir haben da hinten mega Wasser-Kirby. Danke. Ah, kann ich die umlenken? Irgendwie schon, ne? Die Frage ist, ob ich das so machen muss. Wahrscheinlich nicht. Deshalb laufe ich mal so weiter nach vorne. Ah, die Kisten kann ich mit denen kaputt machen, oder? Ah. So, hier ist noch ein Trophäe. Ah, ist auch Wasser. Perfekt. Da ist, sehe ich doch einen Riss an der Wand. Ha, tschi! Was? Wir müssen es leider ausspucken, sonst komme ich da richtig rüber. Ah doch, wäre ich drüber gekommen. Kann ich die hintere Wand auch noch kaputt machen oder sieht die nur so brüchig aus? Moment. Da müssen wir mal drüber reden. Bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher.
Aha, geht doch. Eine Blaupause. Hat sich gelohnt. Und Geld. Die Federtornado Blaupause. Ja, hier darf ich nichts mehr mitnehmen. Schade. Kommt hier die Parade hinter mir? Oh, ja, sie kommt. Ich bin gierig. Oh, so. Ah. Wahrscheinlich habe ich den Weg zum Model D aufgemacht. Ja, also ich habe jetzt nicht keine Energie verloren. Ich könnte auch so machen. Aber ich nehme es mit. Wir haben mal wieder nicht so viel gefunden. Also die Spezialdinger. Die Waddle-Dees haben wir dafür immer gefunden. Immerhin. Aber allgemein sonst die zusätzlichen Siedler bisher nicht mehr. Entferne das Gesucht-Poster von Elfilin. Hab ich nicht gesehen. Ja, ich weiß. Sehr schön. Gibt es noch Bonus-Level? Die könnten wir sonst noch machen. Tschüss. Jetzt wird das Tor aufgemacht mit 21 Waddle-Dees. Sind das 21? Das sind weniger, oder? Drahtseilakt im Zirkuszelt. Die Waddle-Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das dir den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, über der über dieses Gebiet wacht. Hier ist doch noch ein Bonus. Dann machen wir noch den Bonus. Oh. Wir müssen zuerst in die Waddle-Dee-Stadt. Das ist jetzt frech. Die Blaupause brauchen wir also. Das heißt, eigentlich ist es gar kein schlechter Zeitpunkt, um die ganze Aufnahmesession zu unterbrechen. Wobei, wir haben ja hier den Tornado. Der dürfte da sein. Der dürfte da sein. Dann kann ich nämlich die Level nochmals nachspielen. Ja, ja. Ja, den möchte ich ja noch upgraden, der ist darüber. Was kann der denn besser? Mehr Kraft. Mehr Kraft ist immer wichtig. Der Federtornado. Kann er was mehr? Besser? Das fühlt sich jetzt nicht unbedingt mehr an. Wahrscheinlich macht es einfach mehr Schaden, oder? Ja, also zum Kämpfen ist der sowieso nicht so geeignet. Wisst ihr was? Wir machen, glaube ich, auch das Bonus-Level im nächsten Mal. Erst beim nächsten Mal. Dann werde ich nacharbeiten. Das heißt, wir haben... Oh, nein, das wollte ich nicht. Habe ich irgendwie eine Übersicht hier? Nein, ich glaube, gehen wir mal auf die Weltkarte schnell. Noch. Zum Abschluss. Ich habe einiges geschafft jetzt. Ich glaube, ich habe zwei ganze Welten gewesen. Wir gucken mal auf die Abschnitte. Hier haben wir noch... Wir haben gar nicht so viele, aber wir haben wirklich... das Horrorhaus haben wir eigentlich abgeschlossen. Das heißt, hier drin ist immer noch was. Wir müssen hier drei Waddle-Dees holen, hier zwei. Oder haben wir nur eine Welt gemacht? Nein, die haben wir noch gar nicht. Hier noch einer und hier noch einer und hier noch einer. Es sind schon einiges. Hier seht ihr übrigens, was man machen muss. Hier seht ihr auch... Die Zeit, es spielt eben auch eine Rolle. Und wir haben auch überall noch was vergessen.
Die Naturelben haben sogar zwei vergessen. Krass. Ja, es gibt also schon noch was zu entdecken, auf jeden Fall. Liebe Leute, aber das war's mit diesem wunderbaren Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao, ciao.